Hallo und herzlich willkommen zu Zeitgenössischen Pilates mit einer Prise Slings. Mein Name ist Karin. Ich habe eine kurze Sequenz für dich vorbereitet. Sie beinhaltet 4 Übungen, die allerlei Wunderbares für den Körper tun. Unser Fokus liegt jedoch auf dem Lösen und Kräftigen der Rückenmuskulatur, sodass sich dein Körper mit Leichtigkeit aufrichtet. Die Übungssequenz einmal zu machen, bewirkt hoffentlich Positives. Den größten Nutzen ziehst du ja doch aus der Sequenz, wenn du sie regelmäßig machst. Ich empfehle dir somit, die Übungen 2-mal die Woche zu machen und mindestens für einen Monat, sodass du richtig spürst, was sich in deinem Körper verändert und wie dein Körper diese Veränderungen manifestieren kann. Wenn du mir jetzt Gesellschaft leisten möchtest, dann brauchst du eine Matte und einige Hilfsmittel als Option. Ich verwende einen Yoga-Block, um meine Hand aufzustützen in einer Kniestandübung. Anstelle eines Yoga-Blocks kann man jedoch auch ein Buch verwenden. Auf dem Ball hinter mir werde ich sitzen. Anstelle des Balles kann man einfach 2 oder 3 Kissen brauchen. Und dann knie ich hier noch auf einem gerollten Handtuch. Wenn du spürst, dass du deine Fußgelenke oder deine Knie unterstützen möchtest, dann hab zudem ein Handtuch bereit. Also fangen wir an mit der Sequenz, mit einer meiner Lieblingsübungen, dem stehenden Rolldown. Du kannst dich also im hinteren Drittel der Matte positionieren mit den Füßen hüftbreit und parallel, dem Becken zentriert und der Wirbelsäule aufgerichtet. Noch etwas Grundsätzliches zum Rolldown. Du kannst beim Rolldown die Knie leicht gebeugt haben oder die Beine gestreckt. Unser Ziel ist es, die Wirbelsäule zu bewegen, jedes Segment einzeln, das heißt jeder Wirbelkörper einzeln. Die Dehnung und die Kraft sollte also im Rücken spürbar sein. Spürst du zu viel Dehnspannung in den Beinen oder zu viel Spannung im Nacken, einfach die Knie beugen. Also, Arme entspannt, Kronenpunkt des Kopfes in Richtung Decke verlängert. Wenn du gerne mit Vorstellungsbildern arbeitest, kannst du dir vorstellen, du stehst gegen eine imaginäre Wand angelehnt. Einatmen, den Körper noch ein wenig mehr verlängern und mit der Ausatmung aktivierst du deinen Beckenboden und die tiefe Bauchmuskulatur. Behältst die Aktivierung bei, atmest noch einmal ein und dann mit der Ausatmung initialisierst du den Rolldown mit einer Nickbewegung des Kopfes. Atmest in den Raum unterhalb der Schädelkante ein, ganz wichtig dort zu öffnen. Und mit der nächsten Ausatmung beginnst du nach unten zu rollen. Öffnest den oberen Rückenbereich, atmest in diesen Bereich ein. Und mit deiner nächsten Ausatmung rollst du tiefer, ein Wirbel nach dem anderen von der imaginären Wand ablösen. Einatmen in dieser Position. Ausatmen, weiter rollen. Spürst die Dehnung weiter unten im Rücken, einatmen in den mittleren unteren Rücken und mit der nächsten Ausatmung rollst du tiefer, bis die Fingerspitzen oberhalb des Bodens sind. Dort lässt du die Atmung mal fließen. Die Position beibehalten, der Beckenboden und die Bauchmuskulatur sind kraftvoll aktiviert, und zwar jede Schicht Bauchmuskulatur. Die Lendenmuskulatur wird aktiv gelöst und mit der Einatmung, die du tief nach innen längst in den unteren Rücken, vielleicht sogar den Kreuzbeinbereich, löst sich diese Muskulatur noch mehr. Mit deiner nächsten Ausatmung initialisierst du die Aufrollbewegung. Zentrierst das Becken zuerst, lässt die Atmung fließen, die Bewegung fließen. Die Wirbelsäule richtet sich auf, ein Segment nach dem anderen, bis du wieder aufrecht stehst. Dieser imaginären Wand entlang den Kronenpunkt des Kopfes nach oben verlängern kannst und mit deiner nächsten Ausatmung wieder in die Nickbewegung. Diese Bewegung weiter fließen lassen in den oberen Rücken. Einatmen in den obersten Rückenbereich und dann mit dem Ausatmen Beckenboden, Bauchmuskulatur kräftiger aktivieren, Wirbel für Wirbel abrollen, tiefe Einatmung, die Kraft vorne bleibt gehalten.
Ausatmen, tiefer rollen, der Lendenbereich öffnet sich. Tiefe Einatmung in den Lendenbereich. Ausatmen, tiefer rollen, bis die Fingerspitzen knapp oberhalb des Bodens sind. Tiefe Einatmung wieder. Und dann aufrollen mit fließender Atmung und fließender Bewegung. Die Rückenmuskulatur, unser Fokus ist auf der tiefen Rückenmuskulatur, die wird gekräftigt, wenn die Wirbelsäule verlängert wird. Einatmen. Und sie wird gekräftigt und verlängert beim Abrollen der Wirbelsäule. Jede Einatmung versorgt den Körper mit Energie. Und mit der Ausatmung, mit der Rollbewegung wird die Rückenmuskulatur aktiv verlängert und gekräftigt. Zwei Atemzüge zum Abrollen. Die Kraft der Bauchmuskulatur unterstützt das aktive Lösen der Rückenmuskulatur. Am untersten Punkt mit den Fingerspitzen über den Boden mal pausieren, die Atmung fließen lassen. Eine Übergangsübung, der Leg Stretch. Du kannst die Knie beugen, den Oberkörper nach vorne falten, die Hände auf den Boden abstellen, den Beckenboden und die Bauchmuskulatur komplett entspannen. Die Sitzbeinhocker hinten beim Becken, die weiten sich. Das ist das Gefühl. Und mit deiner nächsten Ausatmung, Hände bleiben auf dem Boden, kannst du die Beine zu deinem eigenen Maximum strecken. Steißbein, Sitzbein, Hocker anheben, einatmen, die Knie beugen, das Steißbein in Richtung Boden ziehen lassen, ausatmen, noch einmal die Beine zu deinem Maximum strecken, müssen nie gestreckt sein, die Knie beugen und das letzte Mal strecken, die Atmung fließen lassen, die Hände nach vorne gehen, weg von den Füßen in die Inverted V-Position, das Dreieck. Im Dreieck kannst du die Beine ebenfalls gestreckt haben oder die Knie leicht gebeugt, wie du möchtest. Unser Ziel ist ein zentriertes Becken und eine lange Wirbelsäule. Aus diesem Grund die Knie jederzeit beugen. Die Fersen müssen den Boden nicht berühren. Wenn sie das machen, wunderbar. Wenn nicht, ebenfalls wunderbar. Die Hände sind gespreizt, stoßen weg von den Füßen, ohne sich zu bewegen. Und so wird die hintere Armmuskulatur, der Trizeps, die ganze Schultermuskulatur aktiviert. Und die Kraft fließt von den Händen in die Arme, Rückseite der Schultern, der Wirbelsäule entlang nach oben in Richtung Steißbein. Und das möchten wir gerne. Von hier ausgehend kannst du den rechten Fuß nach vorne führen, das linke Knie auf den Boden abstellen, den Fuß hinten entspannen, aufrollen in den Kniestand und die dritte Übung, 90-90 Kneeling Side Bend. Das Becken ist zentriert, Beckenboden, Bauchmuskulatur hier aktivieren und das Becken ganz sanft zuerst aufrichten, die Kraft wird dann mehr, aber am Anfang eine sanfte Aufrichtung, wenn du möchtest, die Gesäßmuskulatur mit aktivieren. Nicht zu viel, vielleicht eine 4, ist 10 dein Maximum, mal mit einer 4 beginnen und dann den vorderen Fuß nach unten pressen und leicht zurückziehen, wenn du möchtest. Wenn das unangenehm ist, hinten im Kreuzbeinbereich, den Fuß einfach nicht zurückziehen, sondern nur nach unten pressen. Die Arme seitlich ausstrecken, einatmen in die Seitenbeugung und mit dem Ausatmen den rechten Arm anheben und mit dem Einatmen senken. Das heißt Arm Floats, Arm anheben, einatmen, senken. Die Armbewegung ist optional. Du kannst die Position einfach halten. Unser Ziel ist es, die Hüftbeugemuskulatur auf der linken Seite aktiv zu dehnen, die schräge Bauchmuskulatur, tiefe Rückenmuskulatur und die Muskeln zwischen den Rippen in Länge zu kräftigen. Von hier ausgehend die Wirbelsäule zentrieren, Beckenboden, Bauchmuskulatur langsam lösen, halb zurücksitzen, die linke Hand auf dem Hilfsmittel oder dem Boden platzieren. Und dann in eine Seitenbeugung nach links, die rechte Seite öffnen, das rechte Ohr zieht zur Decke und dann die Spiralbewegung. Der Arm initialisiert, die Rippen folgen, die Brustwirbelsäule folgt. Und dann den Arm anheben, das Brustbein in Richtung Decke drehen
und wieder nach unten in die Spiralbewegung. Das Schambein zieht nach oben, das Brustbein dreht nach unten und noch einmal die Spirale nach oben. Hand geöffnet, die Brustmuskulatur wird gedehnt und noch einmal die Spirale nach unten. Und dann kannst du den Oberkörper nach vorne ausrichten, zentriert. Die Hände rechts und links des Fußes platzieren, den Oberkörper nach vorne verlagern, Zehen einrollen links und mit dem rechten Fuß zurückstehen in das Inverted V. Und die Inverted V-Position, das Dreieck für einen Moment halten. Wir verwenden das Dreieck als Übergang. Es ist aber auch eine ganz wunderbar komplementierende Übung für die Übung, die wir vorgehend gemacht haben, diese aktive Dehnung der Hüftbeugemuskulatur auf der linken Seite. Im Inverted V werden wir die gleiche Muskulatur weich. Sie wird genährt. Es ist also ein ganz, ganz schönes Zusammenspiel zwischen aktiver Dehnung und dann weich werden und nähren der gleichen Muskulatur. Von hier ausgehend kannst du den linken Fuß vorne abstellen, das rechte Knie auf dem Boden platzieren, aufrollen. 90-90 Kniestand. Beckenboden, Bauchmuskulatur aktivieren. Zuerst die sanfte Aufrichtung und dann Gesäßmuskulatur aktivieren, wenn du möchtest. Wieder eine 4. Den vorderen Fuß nach unten pressen, Hamstrings leicht zurückziehen, wenn du möchtest. Mehr Hamstrings, mehr aktive Dehnung der Hüftbeuge rechts. Arme seitlich ausstrecken. Einatmen, Seitenbeugung. Ausatmen, Arm Floats. Einatmen, den Arm wieder senken. Und es ist wieder dein Körper, der bestimmt, ob die Armbewegung das Richtige ist oder nicht. Jetzt die Kraft von Beckenboden und Bauchmuskulatur, die fließt kontinuierlich nach oben. Wie gesagt vorher, die Rückenmuskulatur, die Tiefe, die wird auch hier gelöst und gekräftigt. Und da wir die Hüftbeugemuskulatur auf der rechten Seite lösen, hilft das dann auch, den Lendenbereich zu entlasten. Du kannst den Oberkörper zentrieren und dann halb zurücksitzen in die Seitenbeugung nach rechts. Die linke Seite öffnet sich, die Spirale, die Fingerspitzen der linken Hand ziehen nach unten, der Brustkorb rotiert, die Brustwirbelsäule. Und dann nach oben rotieren. Es ist eine mehrdimensionale Mobilisation für die Wirbelsäule, für den Brustkorb. Natürlich auch eine Mobilisation für das Schulterblatt. Die Schultern, Rückenmuskulatur, Schultermuskulatur wird gelöst beim nach unten rotieren in die Spirale. Von hier nach vorne falten, den Oberkörper zentrieren, nach vorne verschieben. Zehen rechts einrollen, links zurückstehen, Inverted V. Dem Körper einen Moment Zeit geben im Inverted V. Die Hüftbeugemuskulatur auf der rechten Seite weich werden lassen, nähren. Und dann die Knie beugen, die Knie auf der Matte abstellen, zurücksitzen, aufrollen in einen Fersensitz. Und dann für die letzte Übung kannst du den Ball oder deine Kissen nehmen. Leichte Vorlage, das Gesäß anheben, den Ball oder die Kissen zwischen die Unterschenkel und das Gesäß legen, das Becken zentrieren, die Wirbelsäule verlängern und dann kannst du ein bisschen auf- und abfedern. Einfacher mit einem Ball, geht jedoch auch mit Kissen. Wenn du jetzt spürst, deine Fußgelenke brauchen ein bisschen Unterstützung, kannst du das gerollte Handtuch unter die Fußgelenke legen. Und dann mit zentriertem Becken und langer Wirbelsäule nach vorne falten. Jetzt wichtig ist, dass die Wirbelsäule in einer zentrierten Position verlängert ist. Die natürlichen Kurven der Wirbelsäule werden erhalten, die Rückenmuskulatur wird gekräftigt, unser Fokus auf der tiefen Rückenmuskulatur. Wenn du möchtest, von hier das Gesäß ein wenig anheben, so tief nach vorne falten, wie du möchtest. Eine weitere Option, Armbewegung, die Ellbogen seitlich anwinkeln, ausatmen, die Arme öffnen und mit dem Einatmen wieder anwinkeln.
Wenn du die Arme streckst, kannst du das in deinem eigenen Atemrhythmus weitermachen. Wenn du die Arme streckst, dann verlängerst du aus den Fingerspitzen raus. Wenn du die Ellbogen anwinkelst, dann ziehst du die Ellbogen nach außen. Die ganze hintere Armmuskulatur von den Fingerspitzen bis zu den Oberarmen zur hinteren Schultermuskulatur wird gekräftigt. Unser Fokus ist jedoch auf der Wirbelsäulenstreckmuskulatur, die wir kräftigen wollen. Wenn die Arme also heute nicht das Richtige sind, da Armbewegung zu integrieren, kannst du die Arme einfach seitlich des Körpers ausstrecken. Ein letztes Mal. Und dann kannst du zurücksitzen auf dein Hilfsmittel, lange Beugung, Arme seitlich öffnen, die Atmung einfach fließen lassen, die Hände vorne beim Leistenbereich positionieren, kurzes Lösen der gekräftigten Rückenmuskulatur. Mit deiner Ausatmung aktivierst du den Beckenboden, ziehst die Bauchmuskulatur zurück, lange Beugung in der Wirbelsäule, einatmen, aufrichten. Noch einmal eine langsame, lange Beugung in der Wirbelsäule, Rückenmuskulatur lösen, aufrichten und verlängern. Und dann kannst du eine leichte Vorlage einnehmen, das Gesäß anheben, den Ball oder die Kissen entfernen, zurücksitzen in einen Fersensitz und ich hoffe, du fühlst dich so gut, wie ich mich fühle und von hier onwards, happy practice!